Salam alaikum, Bruder, was ist los? Alaikum salam, Bruder. Ja, Bruder, ich hatte eine Frage. Was ist denn deine Frage? Erzähl, wie kann ich dir weiterhelfen? Bruder, ich sündige sehr viel. Und meine Frage wäre, würde mir Allah vergeben, obwohl ich so viel sündige? Subhanallah, Bruder. Weißt du, wir stehen hier vor der Moschee, vor dem Haus Allahs, Allah der Alabama. Und du stellst eine Frage, die eigentlich Allah beantwortet hat. Aber weißt du was? Eigentlich, wir gehen rein. Ich erzähle dir gerne drin etwas. Bruder, setze dich hin. Wir sind hier im Hause Allahs, des Alabamas. Deine Frage ist wunderschön, aber lass uns die Antwort im Buch Allahs finden. Schau mal, in dem Moment, wo du den Koran öffnest, das erste Wort, was dir entgegenkommt, ist mit dem Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Allah ist nicht nur barmherzig, sondern er ist der Alabama, der Barmherzige. Es gibt niemanden, der so vergeben kann wie Allah. Dass du dich sorgst, dass Allah dir vergibt oder nicht, ist wunderschön, auch wenn es vielleicht im Herzen schmerzen sollte. Aber du solltest wissen, es ist ein Zeichen deines Imans. Ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen. Weißt du, es ist logisch, wenn Menschen Angst haben, zu jemandem zurückzukehren, den sie verletzt haben. Sie haben Angst, zu jemandem zurückzukehren, weil sie denken, er könnte sie bestrafen. Aber weißt du, was nicht logisch ist? Wenn Muslime Angst haben, zu Allah zurückzukehren. Weißt du, schau mal hier im Koran, was steht denn hier drin? O ihr Gläubigen, kehrt zurück zu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass wir Menschen auf dieser Erde geprüft werden, dass wir unseren Prüfungen leider nicht erfolgreich durchgehen werden, aber wir werden auch Sünden begehen. Und zum Thema Sünden hat Allah sehr viel erzählt. Allah sagt zum Beispiel, dass der Mensch auch sehr schwach erschaffen wurde. Ich sage dir nur eins, lieber Bruder. Allah hat gesagt, wenn einer von euch eine Sünde begeht und dann um Allah um Verzeihung bittet, dann wird er Allah allvergebend und barmherzig vorfinden. Weißt du, wenn ein Mensch Angst hat, zurück zu Allah zu gehen, dann ist sein Problem, dass er nicht weiß, wer Allah ist. Er fürchtet sich vor Allah, er hat Angst und er reagiert sehr allergisch. Und genau deshalb sagt Allah, dass nur die Ungläubigen ihre Hoffnung in Allah verlieren. Das heißt, solange du noch gläubig bist, egal wie stark dein Iman sein sollte, kannst du niemals deine Hoffnung in Allah verlieren. Weißt du warum? Weil Allah hat ja gesagt, er ist der Alabama, der Barmherzige, der Feinfühlige, der Nachsichtige, der Liebevolle. Wenn du so einen Gott hast, der bereit ist, dir immer zu vergeben, auch wenn du Sünden hast, die so viele sind wie Meeresschaum, wie sollte jemand dann seine Hoffnung in Allah verlieren, solange er gläubig ist? Dein Herr hat dich erschaffen. Dein Herr weiß, dass du Sünden begehen wirst und dein Herr ist immer bereit, dir zu vergeben, egal wie groß deine Sünde ist. Bruder, lasse niemals eine Sünde von gestern dein Morgen bestimmen. Lasse niemals eine Sünde von gestern deinen Iman vernichten und denke niemals, dass eine Sünde größer sein kann als die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er, Allah, wird immer da sein für dich, egal wie viele Sünden du hast, egal was du gemacht hast, egal wie gewaltig deine Sünde war, Allah ist gewaltiger. Er ist Ar-Rahman, Ar-Rahim, Halim, Latif, Ghafur, Ghafir, Wadud, Hakim. Er ist Allah, der uns vermisst. Er ist Allah, der immer für uns da sein wird, egal wie viele Sünden du hast. Kehre zurück zu Allah und Allah wird dich empfangen. Er wird dir vergeben und er wird sich wieder in dich verlieben. Das sollte dir helfen, mein lieber Bruder. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.